Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Pickbox-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Den Adventskalender bekomme ich von dem lieben Pinkbox-Team kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ich darf ihn tatsächlich heute mit euch zusammen öffnen. Ich werde das aber so machen, damit ich nicht alles spoiler, dass ich euch nicht sage, aus welchem Kläppchen sich die Produkte dann in meiner Hand befinden, sage ich jetzt einfach mal. Sondern ich werde euch einfach den Inhalt zeigen, ohne zu sagen, welche Kläppchen es sein werden. So ein bisschen durcheinander gemischt und euch dann auch am Ende den Wert einblenden. Und es kann sein, dass das ein oder andere Kläppchen bei eurem Adventskalender dann mit einem anderen Produkt belegt ist. Das kennt man ja in der Pinkbox, ne? Dass man dann so ein Alternativprodukt hat zum Beispiel. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir schauen einfach mal zusammen rein. Der Adventskalender kostet 49,95 bei mysurprise.de oder auf der Pinkbox-Homepage. Ich habe euch das aber auch unten in der Infobox verlinkt. Gestaltet ist er übrigens richtig schön. Ich mag dieses pinke Design. Es ist, glaube ich, der erste Pinkbox-Adventskalender, den es überhaupt gibt. Sonst gab es ja den Brigitte-Box-Adventskalender in der günstigeren und in der teureren Variante. Und ich denke, dass das hier quasi die kleine Schwester vom Brigitte-Box-Adventskalender sein wird. Das erste Produkt, was ich hier rausnehme, ist etwas zu essen. Denn auch in der Pinkbox finden wir nicht nur Beauty-Produkte, sondern auch etwas zu essen. Und hier haben wir von Vitelements Shockbar ein Vitalstoffriegel mit 44 Gramm. Super, super lecker. Ich mag sowas auch extrem gerne als Frühstück oder einfach mal so zwischendurch, wenn ich am Video schneiden bin. Deswegen finde ich das richtig gut. In dem nächsten habe ich eine Mutmaske, Leave Me On Winter Mask. Passt super, super, super gut natürlich zum Winterthema von dem Adventskalender, weil ne, man macht ihn halt im Dezember auf und nicht im September oder Oktober. Ich mache ihn jetzt am 2. Oktober hier auf. Und die ist Protecting, Moisturizing, Ultra Repairing, Nourishing und Anti-Aging. Also es schützt dich, es gibt die Feuchtigkeit, es repariert sehr, sehr krass. Es nährt und es macht Anti-Aging, also Anti-Alterung. Und es hat 40 Milliliter enthalten. Und das ist eine Gesichtsmaske. Das finde ich sehr, sehr cool. Kannst du halt ja, einfach auf dem Gesicht lassen und dann aus dem Haus gehen und hast halt ein beschütztes Gesicht. Und Mutmaske ist eine echt hochpreisige Marke. Deswegen sehr, sehr cool, dass das mit drin ist, finde ich. Wir haben hier auch etwas andere Produkte drin, die halt in dem Sinne etwas Luxuriöseres geben, sage ich mal. Weil wenn du das einmal anwendest für, ich glaube, 4 Euro kostet so ein Produkt, ist es doch schon sehr luxuriös. Das ist von Take a Bath oder Take a Bath Bubble Body Wash Pad. Das ist ein, ja, das habe ich auch schon mal verwendet, so ein Waschpad, was hier rauskommt, so ein Handschuh mehr oder weniger. Ne, das ist so über der Hand. Und dann gehst du erst mit der einen Seite komplett über deine Haut und schäumst es, glaube ich, auf und dann drehst du das um und mit der anderen Seite kannst du dann so peelen. Das ist sehr, sehr angenehm und ja, tatsächlich ganz cool. Porentiefe Reinigung, samtweiches Hautgefühl, intensive Feuchtigkeitspflege mit fermentierten Otaka-Enzymen aus natürlichen Pflanzenextrakten. Das ist natürlich ziemlich cool und ja, da heute Freitag ist, denke ich, dass ich das verwenden werde. Finde ich klasse. Auch dieses Produkt, was ich euch jetzt zeige, habe ich schon mal verwendet. Das finde ich echt cool. Von Zeneo Aura. Schützt mit natürlichen Wirkstoffen. Paradise. Das ist ein Deo-Spray. Und das ist eine Full-Size. Das ist richtig, richtig geil. Denn es schützt dich halt auch wirklich. Ne? Das ist sehr natürlich. Es brennt nicht. Es ist angenehm. Es ist halt so mit so einem Sprayer oben. Ne? Es ist in einem... Egal. In einer Glasflasche ist es sehr umweltfreundlich, ne? Deswegen, das mag ich echt gerne. Ohne Alu steht hier auch drauf. Schützt mit natürlichen Wirkstoffen. Auch das ist super, super nett. 2 bis 3 Pumpstöße hier Achsel, dann kurz trocknen lassen, anziehen und dann bist du ready to go. Und alle die, die sich nicht weiter spoilern lassen, als diese 4 Klippchen nicht weiter spoilern lassen wollen, können jetzt gerne das Video ausstellen und vielleicht bis zum Ende vorspulen, wenn ihr möchtet, wenn ihr den Gesamtwert sehen möchtet. Aber ja. Ne? Das wollte ich nur mal gesagt haben. Nicht, dass jetzt irgendwer schreibt, ach Mensch, jetzt hast du mir den ganzen Spaß genommen. Das möchte ich nicht. Neben Beauty-Produkten und Food-Produkten haben wir in diesem Adventskalender und auch in der Pinkbox selber tatsächlich auch so Alltagshelfer mit bei. Und da haben wir jetzt von Foodna den Vitalkick. Das hilft einfach, wenn du so schwere Füße hast, wenn du vielleicht viel gelaufen bist, viel auf den Beinen warst. Und ja. Gerade im Sommer ist das hier für mich so ein richtiger frischer Kick gewesen und habe ich tatsächlich nämlich auch schon mal verwendet. Das spendet die Feuchtigkeit, beruhigt die Haut, es ist eine entspannende Massage, weil du hast hier halt so ein, es ist richtig kühlend, ne? Wenn das so rauskommt und dann über den Fuß geht, das ist so, so angenehm, also mega geil und ja, geil, finde ich.
praktisch. Also das ist ein praktischer Adventskalender. Oha, schon lange habe ich das hier nicht mehr in meinen Händen gehalten. Und zwar eine Duschcreme von Triaclemon. Und das passt jetzt natürlich voll zum Advent. Warm Cinnamon Nights. Also das ist halt wirklich ein Duschgel, das nach Zimt duften soll. Und das wird dann halt auch so wirklich sanft sein. Das wird dich in Wärme hüllen. Als sie tiefer in den warmen Zimtduft der Schaumblasen sank, schmolzen am Fenster die Eisblumen. Lautlos kuschelte sich draußen die magische Schneekugelwelt in ihre weiße Decke. Ja. Immer so nett darauf geschrieben. Es riecht ein bisschen nach Winterpunsch tatsächlich. Kommen wir wieder zu ein bisschen Pflege. Und zwar haben wir hier von Alverde ein Lip Scrub Yummy Chocolate. Das hört sich doch richtig toll an. 8 ml sind in dieser Tube enthalten. Oh, und sich dann mit Schokolade die Lippen zu peelen, das finde ich richtig geil. Denn ich mache das halt oft, dass ich das so mit meinen Lippen zusammenwatsche. Ich habe natürlich auch so ein Tool, mit dem könnte ich das dann auch einarbeiten. Aber wenn ich das mit Schokogeschmack oder Duft habe, dann... Es ist ja auch vegan, also vielleicht kann man das tatsächlich sogar essen. Man weiß es nicht. Kann man handhaben, wie man möchte. Finde ich aber cool, dass es drin ist. Ja, das hat so ein Rausdrückvieh. Gucken wir uns das mal an. Komm. So jung kommen wir nicht normal zusammen hier. Riecht das für mich nicht unbedingt nach Schokolade? Sieht aus, als hätte mir ja irgendjemand auf meiner Hand gemacht. Ich probiere mal. Schmeckt auch nicht nach Schokolade. Ne, ich wollte es jetzt gerade ablecken. Ne? Aber nee, also muss ich austesten. Wobei jetzt im Nachgang hat das so einen cremigen Abgang quasi. Im Abgang cremig. Das finde ich ja cool. Gag and Lou, da haben wir Schmuck mit drin. Das ist ja schön. Das finde ich richtig, richtig cool. Hier hinten steht etwas auf Französisch drauf. Ich habe aber gerade keine Lust, Französisch zu lesen. Weil es könnte, ne? Nein, wir lassen das. Genau, ich schaue jetzt mal im Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Denn das haben wir tatsächlich auch hier mitgeliefert bekommen, was das sein soll. Die französische Marke Bijoux de Paris wurde von dem wunderschönen Ort Marie-Galante inspiriert. Das elegante Armband erinnert mit seinen Gliedern an die französische Hafenstadt und wird abgerundet mit einem stylischen Kleeblatt, welches Glück bringen soll. Das Marie-Galante Armband ist vergoldet und sowohl Nickel- als auch bleifrei. Okay, also so sieht das Armband tatsächlich aus, wenn man das aus seiner Verpackung rausnimmt. Es ist halt so vergoldet, würde ich sagen. Und hier hinten haben wir dann das Kleeblatt, von dem gesprochen wurde. Es sieht schon richtig, richtig schön aus und ich finde für einen Adventskalender auch ein ganz tolles Produkt, oder? Ich mag das. Joa, auch so ein Nahrungsergänzungsprodukt darf einfach mal nicht fehlen, denn sowas haben wir auch öfters mal in der Beautybox mit drin. Oder ein Schönheitsergänzungsmittel. Das ist von Bloom Beauty Essence Day Spa Pflege 1, 2, nein, Pflege, Schütze, nein, Pflege und Schütze deine Haut von innen, genau. Und hier hast du dann halt so, ja, Kapseln drin, ne? Ich gestehe, wenn ich die irgendwo mit drin habe, ich esse die auch tatsächlich. Ich zeige die aber nicht in meinen Aufgebraucht-Videos, weil ich mir denke, bis das Kram wirklich eine Wirkung zeigen würde, müsste man die über einen viel längeren Zeitraum einnehmen, als ich das dann ja mache. Das sind ja immer dann nur 2 Wochen oder so. Und ich sehe da halt nicht wirklich was. Aber ich werde die halt zu mir nehmen. Das sind halt einfach so Kapseln und die nimmt man dann zu sich mit ausreichend Flüssigkeit. Und dann lübt der Lachs, ne? Aber ja. Also gehört für mich jetzt nicht unbedingt in einen Adventskalender, um ehrlich zu sein. Ich habe es schon ein wenig vermisst, muss ich gestehen. Denn auch in der Pinkbox haben wir normalerweise echt auch dekorative Kosmetik mit dabei. Und die hatten wir bislang noch nicht, aber jetzt haben wir was. Und zwar Beauty to Go von Gokosz. Das hier ist, ich glaube, eine polnische Marke. Das ist ein Augenbrauenprodukt. Nee, das ist ein Lidschattenprodukt. Eye Color, Milk and Honey. Ja, ich bin kein Fan von flüssigen Lidschatten, deswegen lasse ich das auch in seiner Verpackung drin, denn das wird auch genauso, wie es ist, weiter wandern. Ja, das sind einfach, ja, das ist so ein Creme-Lidschatten in einem sehr neutralen Ton, den man jetzt so nicht so wirklich, so sieht man das wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, ist ganz schön in so einem Perlmutt. Ja, aber hält bei mir nicht. Schlupflider, ganz furchtbar. Das hier darf tatsächlich auch in keinster Art und Weise fehlen, denn das habe ich schon so oft in Pinkboxen drin gehabt oder in Boxen allgemein von der Meta Crew. Das hier ist ein Berliner Shot, Ingwer Shot und den werde ich mir aufbewahren, denn sowas trinke ich gerne nicht um 7 Uhr abends, um das mal so zu sagen, weil das macht halt richtig wach, ne?
Ich hatte letztens Halsschmerzen auf Arbeit und habe mir einen Ingwertee getrunken. Und Leute, das Kram brennt wie sonst was, aber es wirkt. Das ist wirklich angenehm. Also von daher Immunsystem stärken und gleichzeitig halt auch so Halsschmerzen wegmachen und so. Ist ganz nice. Das hier ist wieder so ein praktisches Produkt. Das ist von Compeed. Ein Anti-Blasen-Stick. Ja, kann man für unterwegs einfach mitnehmen und wenn man es braucht, dann aus der Handtasche rausholen. Finde ich eigentlich ganz cool, ne? Das, ja, ich persönlich habe jetzt nicht so das Problem, dass ich Blasen an den Füßen bekomme. Das kriegst du eher so im Sommer, wenn du irgendwie barfuß in Schuhen läufst oder wenn du neue Schuhe einläufst. Das ist irgendwie bei mir Gott sei Dank nicht so der Fall. Klopf auf Holz. Es soll die Reibung reduzieren, es soll nicht abfärben und in dem Sinne dann ja auch ganz schön sein. Doch das ist so ein Alltagshelfer-Pflegeprodukt. Das finde ich eigentlich ganz cool. What's next? Als nächstes habe ich, schön, von M. Asam Vino Gold eine Tages- und Nachtcreme. Hier sind 25 ml enthalten. Und M. Asam ist auch eine sehr, 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 sehr angenehme Marke. Ich habe neben mir auch den Asam Beauty Adventskalender stehen. Ich weiß nicht, welcher von beiden tatsächlich eher online gehen wird. Aber auch da werden Produkte von M. Asam drin sein. Das ist eine schöne Qualität zu einem annehmbaren Preis. Und deswegen ist es auch ganz nett, dass es in der Pinkbox drin ist, beziehungsweise in dem Pinkbox Adventskalender, weil ich persönlich mag es gerne, natürlich ab und an mal ein richtiges, knaller, hochpreisiges Produkt drin zu haben, wo ich mir denke, geil, da hast du echt hart gespart. Aber ich mag es auch gerne, wenn ich Produkte drin habe, die ich lieben lerne, dass ich sie nachkaufen kann. Ne? Und wenn das so super teuer ist, dann kaufe ich mir das nicht nach, weil, ne, es wächst mir nicht aus dem Poppes raus. Oh, yummy. Hier haben wir so eine kleine Snackpause von Frit und Leute, das mag ich so gerne. Das freut mich, dass es mit drin ist, weil ich liebe die Fritz. Und das ist mit ja, Erdbeere und Vitamin C und das mag ich gerne. Bisschen was zum Naschen darf auch gerne mal in Adventskalendern drin sein, oder? So, hier haben wir jetzt was für die Haare von von Lee Stafford, 50 ml, ein Heat Protection Shine Mist, Peace of Mind, when using hot... Also es ist quasi, du sollst es halt nehmen, wenn du deine Haare halt mit Hitze behandelst. Ne? Wenn du dir so Locken reinmachst oder wenn du dir die glättest oder so, das ist dann eine ganz gute Geschichte. Doch, finde ich nett. Oder wenn man halt sich die Haare föhnt. Also ich persönlich verwende sowas gerne, bevor ich meine Haare föhne, weil das ist ja auch eine Art von Hitzebehandlung. Deswegen kann ich mich nicht beschweren. Doch. Ja, das musste auch mit rein. Klar. Cozy Hands von Bilou. Das ist ein pflegender Handschaum. Ich weiß, dass viele von euch diese Bilou-Produkte auch richtig, richtig geil finden. Und dieses Cozy Hands ist auch, glaube ich, so ein ganz beliebter Duft, der auch gar nicht mehr so verkäuflich ist oder so. Ich weiß es nicht. Ich hatte das mal in der Pinkbox drin. Und dann hatten mir auch einige unter das Video geschrieben, oh mein Gott, ne, ich würde die Box gerne gewinnen, weil die gibt es ja gar nicht mehr zu kaufen. Und ich finde total großartig. Leute, er ist auch jetzt mit im Adventskalender. 75 ml sind hier drin und Handschaum ist okay. Also ein Handpflegeprodukt finde ich auch vollkommen legitim. Ich hoffe, dass hier keine weiteren Handpflegeprodukte drin sind. Das riecht auch richtig süß, ne? Es duftet vanillig warm nach sahnigen Karamellbonbons. Ja, das also für mich vielleicht ein bisschen zu heftig, weil ich jetzt nicht unbedingt der Fan bin von Essen auf meiner Haut. Aber na. So, dann schauen wir uns das nächste Produkt an. Aqua Colonia Litchi and White Mint. Das ist ein Eau de Cologne mit 8 ml. Leute, das ist was für den Parfüm-Adventskalender, den ich aktuell zusammenpacke. Aufheiternd ist das, jo, ein Parfum. Nicht schlecht, Herr Specht. Also, das hört sich auch sehr, sehr frisch an. Sehr fruchtig frisch, um ehrlich zu sein. 47,11. Ja, das ist halt so ein kleines Produktchen, ne? Also, ich weiß, dass viele auch solche Mini-Flakons sammeln. Ich mache das jetzt auch mal auf und schnupper dran. Es riecht wirklich fruchtig frisch. Sehr, sehr angenehm tatsächlich. Es hat jetzt keinen Pumper oder sowas. Das müsste man sich dann umfüllen oder so. Aber ich denke, wenn ich einen Parfüm-Adventskalender packen und verschenken werde, werde ich sowieso noch so Sachen mit beipacken, in die man das umfüllen kann. Ne? Also das ist auf jeden Fall gesetzt. Und ja, deswegen für mich ganz gut, dass es für den Parfüm-Adventskalender, den ich demnächst verlosen möchte, hier enthalten ist. Ich persönlich würde das Produkt nicht verwenden, da bin ich ehrlich, weil ich mag gerne richtige Flakons, die man halt auch sprüht. Und ich habe halt auch genug Parfums. Ne? Ich habe vor allem auch meine Lieblingsparfums da. Hier haben wir wieder was zum Schnabulieren. Original Ebons Ginger Candice. Oh, nee, warte. Karamell Erdnuss, hergestellt mit frischem Ingwer. Also das ist mit Ingwer, Karamell und Erdnuss. Okay, das hört sich sehr, sehr spektakulär vom Geschmack her an. Aber durch den Ingwer hört sich das so an, als wäre das halt auch wirklich für den Hals sehr, sehr gut, ne?
Die kommen zur Arbeit. Schauen wir uns das nächste Produkt an. Das ist sehr, sehr eng in seiner Verpackung eingepackt. Oh, schön. Ja, ein Shampoo von Langhaar-Mädchen mit Kokosöl und Boriti-Öl. Intense Repair. Das werde ich auf jeden Fall behalten und verwenden. Ich mag zwar nicht so gerne Kokosöl, aber ich liebe die Marke. Die sind so pflegend, das ist so, so toll. Da kann ich auch mal über das Kokos hinwegsehen, würde ich mal so sagen, ne? Ja, das geht klar, komm. Das ist eigentlich ein Produkt hier zum Aufklappen, ne? Ich habe das jetzt aufgedreht und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und Reparatur können meine Haare grundsätzlich gebrauchen. Ich habe mich schon gefragt, Leute, wann hier endlich Masken kommen. Ich meine, wir haben zwar die Muttmaske hier drin, aber hier habe ich noch weitere Masken. Und zwar von Schäbens, die Luxusmaske. Das ist cool, dass wir die vor allem zweimal, beziehungsweise ja in dem Sinne viermal drin haben, weil das sind ja jeweils Zweier-Sachets. Golden Glamour aktiviert die Zellen, verfeinert den Teint. Finde ich interessant, weil eigentlich ist diese Box oder die Pinkbox an sich ja ausgelegt auf eher Jüngere. Und da finde ich Anti-Aging-Produkte eher so... Passt nicht so ganz. Aber gut, kann man sonst der Mom geben oder so, ne? Oder mir. Ist okay. Mit Gold, Champagner und Perlen, das ist edel, edel, ne? Ich habe die auch schon mal ausgetestet. Leider ist die nicht so schön gold wie hier die Verpackung. Das ist ein bisschen schade, aber sie ist sehr, sehr angenehm. Das sind Crememasken. Gefällt mir. Hier haben wir jetzt was drin, was ich richtig geil finde. Und zwar ein Popsocket. Mega, mega geil, weil ich dieses Design einfach feiere. Dieses rosa, pink, Mabel Design, ne? Also das ist halt auch so... marmoriert ist, finde ich total schön. Und ich habe letztens auch ein Popsocket in Rose Gold in einer Box drin gehabt. Den werde ich jetzt demnächst noch an mein Handy dran machen. Bin ich noch nicht zugekommen, weil ich das alte Ding noch nicht abgekriegt habe. Aber finde ich mega geil. Und ich denke, dass sowas auch in einem Adventskalender echt gut ankommt, weil es ist halt wieder so ein Alltagshelferprodukt. Finde ich klasse. Das gefällt mir. Ja, wir haben echt wenig dekorative Kosmetik hier drin. Das muss man ja wirklich sagen, ne? Also sehr, sehr wenig. Wir haben hauptsächlich Pflege- und Alltagshelfer hier drin. Wir haben hier jetzt wieder etwas dekorative Kosmetik. Und zwar von Santé Natur Kosmetik ein Eyeliner-Pencil. Den habe ich hier in der Farbe Navy Blue. Jo, so einer zum Anspitzen. Finde ich auch ganz cool, ne? Ich persönlich mag lieber welche, die halt so Filz-Eyeliner sind oder so, weil die man anspitzt, die sind mir persönlich ein bisschen zu cremig, die stempeln dann über die Zeit leider ein bisschen ab, ne? Habe ich Probleme, habe Schlupflider. Pinkbox ist aber eher was für Jüngere, also von daher, die haben keine Probleme mit Schlupflidern und so einem Kram. Die vorletzte Box, die ich nur mit euch zusammen öffne, enthält dieses Produkt und zwar von L'Oréal, das Öl Magique Coco, eine pflegende Balsammaske mit erlesenem Kokosöl für normales bis trockenes Haar. Das ist diese hier. Wahnsinnig cool, denn ich stehe auf Haarmasken. Ich mag die Elvital Haarmasken auch richtig, richtig gerne. Die wird auch traumhaft riechen. Ja, also das mit dem Kokos geht auch voll klar, weil ich mag den L'Oréal Elvital Duft an sich sehr, sehr gerne. Deswegen eine gute Geschichte und ja, einfach mal so ein Full-Size-Pot mit drin. Da kannst du ja auch nicht drüber beschweren, finde ich, ne? Also in dem Adventskalender, vor allem 49,95, da kannst du auch nicht. Gleich kommt mein Fazit, Leute. Sagen wir einfach mal, ich habe gehofft, dass doch sowas nicht drin ist, aber jetzt ist sowas dann doch drin. Wir haben doch alle die Telefonkabel-Haargummis vermisst, oder? Und eine Nagelfeile haben wir auch vermisst, ne? Ja, eins davon haben wir jetzt in der Art drin, und zwar von Invisibobble die Wavers. Ja, mag ich nicht so gerne, ne? Solche Clipser, also sowas ist nicht meine Welt, bin ich ehrlich. Also das ist, ich komme damit auch einfach nicht klar. Ne? Und das ist halt auch braun, das ist nicht meine Haarfarbe. Das mag ich jetzt nicht so. Nee. Aber es wäre halt auch irgendwo mit in dem Adventskalender drin. Das heißt, du hast vorher coole Produkte, du hast nachher coole Produkte. Also komm, egal, dann hast du halt mal so komische Kramsachen für die Haare, die du nicht brauchst. Dann gibt es eine Freundin, die sich drüber freut. So, ja, ihr Lieben, das war jetzt der Adventskalender. Wie gesagt, 49,95 kostet der. Ist durchaus angemessen. Und du hast einen guten Mix aus Food, Non-Food, also Food, Lifestyle, Pflege, ein Hauch dekorative Kosmetik. Gut, hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht tatsächlich, um ehrlich zu sein. Aber du hast hier einen guten Mix in diesem Kalender drin und ich denke, dass der einen auch sehr, sehr schön durch die Adventszeit bringen wird. Mir hat er gefallen. Und ich hoffe, dass euch der Adventskalender und vielleicht auch
Am coolsten wäre es natürlich, auch dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!